Gut, da ist auch noch ein Bäumchen. Brauchen wir die Beeren noch? Nee, okay, die Beeren brauchen wir nicht mehr. Ein Glück. Das heißt, das ist der Kochboden oder muss ich das für den Hobbit extra kaufen? Du musst das, meine ich, für den Hobbit noch extra kaufen. Also das Reiten ist nicht accountgebunden, leider. Nicht so wie die Häuser. Und alles gut, Mappa. Das, was ich beantworten kann, versuche ich zu beantworten. Aber schießt immer los. Ansonsten finden wir bestimmt noch jemanden, der unsere Fragen später, wenn ich sie nicht mehr beantworten kann, beantwortet. Irgendwas greift mich an. Chester greift mich an. Dann einmal kurz Heilung. Also das ist Wiederbeleben. Wiederbeleben brauchen wir nicht. Wiederbeleben brauchen wir nicht. Ich glaube, niemand, den ich gerade wiederbeleben muss. Ich glaube, jetzt brauchen wir nur noch einen Baum. Einen Baum und warte. Silber jetzt. Stimmt, das Herbstfest ist ja. Muss mal gucken, was man da dann wieder kriegt. Ich glaube, bei diesem Fest kann man dann auch Mounts kriegen. Mounts und Pets meine ich. Ist auch schon wieder etwas, wo ich wahrscheinlich mitmachen werde. Weißt du noch nicht, ob ich das on-stream oder off-stream mache? Werde ich mir nochmal überlegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da muss man so Minispiele machen. Okay, Spot. Den kann auch. Ach! Okay. Wenn mich nicht erreichen kann. Hallo nicht! Ernsthaft? Nur weil das Viech da. Nur weil es unter dem Kackstein festgebackt ist, ey. Bitte uns wieder, weiß ich, was ich machen muss. Okay. Kein Problem. Weißt du, wie lang das Herbstfest ist? Ich habe mir das noch gar nicht genau angeguckt jetzt. Da noch gar nicht zu gelesen. Aber dann würde ich mal gucken, wann ich das auf meinem Screen mache. Juhu, genau. Juhu, wir haben alle Bäume. Zumindest. Die, die wir nicht für die Bezwingertat brauchen. Nicht wieder. Oder ist das? Na komm, wir töten das Foppen noch einmal. Steht jetzt halt nichts von Bezwingertat. Ich gehe mal aus, dass es trotzdem Bezwinger ist. So, Badge-Taste. Eine Waldhüterin. Ah, okay, doch, es bezwingert hat. Gehen wir mal kurz gucken, wie viele habe ich denn schon? Und ein Pünktchen wieder. Ich war nämlich neulich mal wieder groß shoppen. 128. Okay. Hmm.
Eins habe ich jetzt aber mal kurz gemacht. So. Hab mir einmal diese vergünstigten Instanzgruppen einmal geholt. Dann brauche ich nämlich nur noch eine Sache. Die Hügelgräberkriecher. Bis 3.11.21. Ach, okay. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir definitiv hin. Dann will ich das auf jeden Fall in meinem Stream sagen. Ich ahne ja sowieso, dass ich jetzt in der nächsten Zeit sowieso nur noch Lotro zocken werde. Bis auf unsere Story-Games, wie Tales of Arise und so. Hier gerade ein Lotro-Fieber. Wir müssen nur unbedingt uns gleich auch ums Crafting kümmern. Unbedingt. Das vergesse ich nicht. Vergesse ich nicht. Ich kann nur noch nicht versprechen, ob es im Oktober noch was wird. Ich versuch's. Versuch's. Aber ich habe mega Bock drauf. Ich habe mega Bock drauf. Ich habe dir ja erzählt, dass das ja auch meine Idee war, mir das zu holen. Ne? Da hatten wir beide den gleichen Gedanken. Ich freue mich da mega drauf. Wobei ich auch ein bisschen Schiss habe. Ganz kleines bisschen. Ich mag unsere Gene. Ja, ich habe, wobei manchmal habe ich echt so ein bisschen Schiss, ne? Ich sag nur neulich im Voice, wo wir zwei oder dreimal den gleichen Satz quasi angefangen haben und die gleichen Gedankengänge hatten. Das ist echt so ein bisschen, ne? Ein bisschen unheimlich. Aber ich find's cool. Ist mal wenigstens auf einer Wellenlänge. Und es entstehen immer lustige Momente. Sehr lustige Momente. Ah, das ist ja so viele Kriecher. Hab gar nicht gesehen. Das stimmt, Mappa. Das stimmt. Nicht gesucht, aber gefunden. So, jetzt machen wir das einmal weg. Findet. Ah, okay, das ist die Quest. Okay. Ich müsste mir eigentlich auch mal so ein Stream Zeit nehmen für die Bezwingertaten. Ich habe im Auenland auch noch ganz viele. Sag mal, was habe ich denn im Auenland noch an Bezwingertaten? Räuber, Erntefliegen und Wölfe. Und die Postquests haben wir ja noch. Postquests haben wir auch noch. Und ich glaube, dann gibt es auch noch diese Kuchenquests. Müssen wir auch noch machen. Nur weiß ich auch da noch nicht, ob ich es on-stream oder off-stream mache. Nein, was unterbrichst du mich? Nein, den greifst du jetzt nicht auch an. Einmal heilen. Ich war mit meinem Menü nicht im Auenland. Ich hänge immer noch im Brie. Das Auenland ist schön. Ich war tatsächlich mit diesem Scharchen noch nicht im Brie. Also ich weiß gar nicht, wir haben uns... Warte mal.
von den Eredluin. Wir sind, haben wir hier unten gestartet, hier einmal so durchgearbeitet. Dann durchs Auenland. Da haben wir fast alles gemacht. Dann Breland, dann haben wir hier so ein bisschen gemacht. Hier in der Ecke. Dann sind wir eigentlich fast direkt Richtung Bockland. Alterwald haben wir dann durchgequestet. Und jetzt sind wir hier in den Hügelgräberhöhen. Und danach geht's so langsam Richtung Bre. Und dann geht's auch wieder weiter mit Hauptquest. Ich weiß gar nicht. Könnten wir heute schaffen? Wenn ich mich nicht zu sehr mit einer Ding aufweise. Sie müsste oben beim Tor starten. Stimmt. Stimmt. Man startet dann ja da. Ich glaube, ich habe jetzt auch mittlerweile jede Startsequenz gesehen. Meine ich. Ja, die Elben starten dann hier nach der Einleitung. Die Zwerge da. Die Hobbits, glaube ich, hier. Und die Menschen müssten, glaube ich, hier starten. Da bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Ich meine, die müssten hier irgendwo in der Ecke starten, die Menschen. Naja. Der ist Logan. Irgendwann habe ich alles gesehen. Ja, man questet das sowieso durch. Allein, weil man in die Gebiete halt rein möchte. Auch wenn man da nicht hin muss, aber man landet trotzdem irgendwie da. Und das ist halt das Coole. Ich finde es halt cool, mit den Zwergen oder mit den Elben zu starten, weil man dann halt wirklich durch jedes Gebiet muss, wenn man automatisch hier oben ist. Dann musst du halt wirklich durch alles durch. Und hast halt eigentlich keine Wahl, ne? Dass man einmal 50, 60, 70 und schaut dich auf dem Chat, dann schaut man wieder hin und sieht nur blau und silber den Namen Mappa. Gut, oder? Oh. Oh, da ist jemand wieder von den Toten auferstanden. Das ist ein Jungring. War ganz hardcore. Gut, hardcore. Der Tote. So. Wie viele haben wir denn hier noch? Oder mache ich die Bezwingertat fertig hier? Nee, das ist falsch. Komm, wir machen die Bezwingertat hier fertig. Wir kämpfen uns einfach durch. 41 von 60. Das machen wir jetzt noch. Haben wir zumindest die fertig. So viel Zeit muss sein. Ist aber hier mal ein paar Meter weit weg. Jetzt pulle ich hier noch alles, was in der Gegend rumfleucht. Summe 40 von 60. Ist für euch auch nicht zart? 3 von 60, okay. Diesmal mache ich dann irgendwann mal getrennt von allem.
45. Wenn die Viecher jetzt schon mitzählt. Aber wenigstens leuchten hier nicht mehr ganz so viele rum. Echt? Und welches ist das? Welches Vieh hast du dir gesetzt, Tyrod? Nein, der Kopfbarge ist. So, die Feldratte brauche ich nicht. Der hätte ich wieder Gelett-Fuzis. Paladino-Gerettung, Krieger 300 mal hochstufige Inhalte laufen. Mit jeden 300. Ja, viel Spaß! Gönn dir! Das mag durchaus möglich sein. Dennoch, viel Spaß. Werde ich wahrscheinlich nicht machen. Hey, hör auf, dich zu drehen. Wie viele brauche ich noch? 5 Stück nur noch. Sehr gut. Ich werde mich nächste Woche auf jeden Fall einmal ransetzen in Herr der Ringe und versuchen mal den Ruf in einem der ersten Regionen zu steigern. Ich möchte eins der Mounts haben, die man dafür kriegen kann. Aber man muss halt, glaube ich, verwandt sein. Warte mal. Ja. Man muss, glaube ich, dann wirklich die letzte Stufe haben, damit man sich die Mounts holen kann. Noch ein Grund, warum ich noch nicht alle Blitzhungertaten mache. Weil dadurch, dass wir dann Viecher töten müssten, kommen wir auch an die Items. Wildgrab, Eisen. Ich glaube. Das ist einfach nicht wirklich ernst. Weißt du nicht? Vielleicht klappt's ja. Vielleicht hast du dann ja irgendwann so Bock drauf. Das muss man natürlich ganz haben. Juhu, bist du ganz hart. Hier habe ich den Stand bekannt, da bin aber kurz vor der nächsten Stufe. Sehr cool. Okay, warte mal. Ich habe eben nachgeguckt, aber irgendwie. Ja, im Auenland, ne? Im Auenland nähere ich mich. Mensch von Bre bekannt, Torenshalle. Elben vom Bruch, der komischerweise neutral. Obwohl ich für die so viel gemacht habe. Also irgendwie. Wobei, nee, in dem Gebiet war es, glaube ich, für Torenshalle. Auch bei den Elben. Ja, dann habe ich nichts gesagt. So. Ich grüße euch. Nein, wir haben nicht genug Platz. Okay, warte. Wir müssen einmal. Was benötigt ihr?
Aber um den Ruf zu steigern, dürfen wir die Sachen hier nicht verkaufen. Du machst trotzdem erstmal. Und Schnittlauch, Umbra kann weg, das kann weg. Schwefelbrocken können weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Dreckslackwunst, das passt auch nicht. Dreckslackwunst. Okay, Goldschmiedekunst kann ich behalten. Nee, okay. So. Einmal. Ein Rezept. Zweites Rezept. So. Ich grüße euch. Dann einmal wieder Goldschmiedekunst. Gott, wie viele Rezepte wir noch nicht hatten. Was für ein schrecklicher Tag. Die Quest mit dem Buch im Namen ist die Hauptquest. Ja. Das ist die Hauptquest. Was kann ich für euch tun? Was kann ich für euch tun? Ich grüße euch. So. Und ich glaube, bis auf den Dungeon. Im Dungeon kommen wir halt noch nicht weiter, ne? Da brauche ich eine Gruppe für. Aber ansonsten haben wir die Hügelgräberhöhen jetzt auch soweit fertig. Wir können nach Bre. Wir können jetzt tatsächlich nach Bre. Sehr geil. Davor ist Bre. Oh Gott. Das war vorhin erstmal nur so ein oder hier gesagt, dass wir es vielleicht schaffen. Quests zu machen. Nee, freut mich ja, ne? Ich bin auf dem Weg ins Auenland, will endlich angeln. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß im Auenland. Hügelgräber Eisen. Leander Unterberg. Es könnte jetzt ein bisschen haken. Ja, das ist Bingo. Hallo Bingo. Dieser Bursche Milo scheint allerdings äußerst freundlich zu sein. Ist das so? Ich war noch nie zuvor in Bre, habe aber immer gehört, dass die Hobbits hier von einem ganz besonderen Schlag sein sollen. Dieser Bursche Milo scheint allerdings äußerst freundlich zu sein. Er hat uns zu einem kurzen Willkommensschmaus in den Schankraum des Tänzchen am Ponys eingeladen. Ich habe dankend angenommen. Es ist schön, neue Freundschaften zu schließen. Bingo soll das beste Gasthaus von ganz Breland kennenlernen. Oh, okay. Willkommen, willkommen. Ich habe mich gerade mit Bingo hier unterhalten. Und er hat mir von seiner Reise erzählt. Was für ein außergewöhnlicher Bursche. Es ist nur recht, dass er das beste Gasthaus von ganz Breland kennenlernen soll. Findet ihr nicht auch? Ihr findet das Pony gleich dort auf dem Hügel. Eine gute Gelegenheit, um etwas zu rasten und sich zu vergnügen. Immerhin wird Bingos Abenteuer ihn bald in die Wildnis führen und dort wird wird er wenig Gelegenheiten für solche Lustbarkeiten geben. Sprecht dem Pony mit
dem alten Gerstenmann. Er wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Dann löse ich das mal ein. Ist zwar kein Wasser, aber da ist bestimmt... Ja, Wasser mit drin. Ich habe da nur das Gefühl, dass ich gleich wieder pinkeln muss. Ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. 14er Quest. Na komm. Nehmen wir an. Die Brebank. Da ist auch noch was. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Nehmen wir auch einmal. Hier kann ich craften. Ich hoffe, das ist. Wir können nicht mehr reparieren. Oh, Haltbarkeit. Ich muss vorher meine Sachen reparieren. Guten Tag. Ja, sehr gut. Wie darf ich euch helfen? Einmal alles reparieren. Weil sonst habe ich gleich ein Problem. So, einmal alles fertigen, bitte. Das kann dauern. Aber vielleicht können wir dann den Gesellen meistern. Es ist sehr aufregend und spannend gerade. Edeln. Minderwertiger Stahl. Brauchen wir dann aber ein Stück Kohle für. Okay. Ja. Hier kommen meine Zähne her. Gute Frank. Geschicklichkeit, Geselle der Schürfkunst. Ihr seid nun zu einem sachkundigen Gesellen der Schürfkunst geworden. Ihr könnt nun Rezepte für Experten der Schürfkunst verwenden oder weiterhin versuchen, die Gesellenstufe der Schürfkunst zu meistern. Ja, natürlich versuchen wir das. Wir können jetzt Gold und hochwertiges Eisen abbauen. Das ist cool. Hochwertiges Eisen haben wir sogar schon gesehen. Bei einem Kügelgräber. Aber wir kümmern uns erstmal um den Meistergesellen. Ich werde jetzt aber hier einmal noch kurz einen Silberbahn machen. In der Zeit gehe ich einmal kurz aufs Klo. Ich hoffe, hält meine Spitzhacke das noch aus. Nee, okay. Dann repariere ich noch einmal. Dann gehe ich einmal ganz kurz hoch. In der Zeit dürfte meinem Hügelchen hier einmal beim Kann ich euch irgendwie helfen? Reparieren. Nicht, dass das Ding kaputt geht. So. Und dann bis gleich. Thank you.